Ja, okay. Hallo alle miteinander. Ich bin's, euer lieber Odo, und das ist die erste Folge von unserer zweiten Streaming-Session mit dem Hartmar. Sag hallo, Hartmar. Hallo Hartmann. Danke, Hartmar. ja, wir sind genau dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich am absolut ersten Tag. Am absolut ersten Tag des Jahres 867. Wir haben uns letztens nur die Leute angeschaut. Ja, wir haben unsere Reiche kennengelernt, Ja, die wir ja. wahrscheinlich nicht sehr lange spielen werden, Warum? weil Du bist die so Einstellung immer negativ. noch auf Very Hard und auf Iron Man Ja, ist. okay, ja. Und weil wir keine Ahnung von dem Spiel mehr haben oder jemals hatten. Also ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber ich hatte auch nie eine Ahnung von dem Spiel. Aber wieso glaubst du, dass wir ste also wenn wir uns bedeckt halten, müssten wir zumindest in unserem Land existieren können. Also wenn wir genügend Nachkommen haben und unser Herrscher uns nicht irgendwie rauswirft. Ja, also ich kann das schwer abschätzen. Ich bin einmal Kurde und mein Du bist Kurde, das ist schön. Lehnsherr, der Scheich, ist keiner. Der wird mich also nicht mögen. Es könnte also ein Problem werden. Ich weiß nicht, ob ich Kurde bin, ich bin Schogdian. Ich bin Iraner. Ja. Und mein Lehnsherr ist auch Iraner. Er ist Khorasani. Also so gesehen. Weiß ich nicht. Ich habe allerdings festgestellt, dass alle anderen Vasallen meines Lehnsherrn auch Kurden sind. Also vielleicht bekommt er eher Probleme. Ja, aber Ah, er ist unser oberster Scheich, Chef das ist ist. Araber. Warte mal, nur dass wir das im Kopf einkriegen. Wir sind Scheichs, das ist auf der Count-Level. Unsere Lehnsherren sind Emire, das ist auf der Duke-Level. Und auf der King-Level, das ist der Kalif. Heißt Kalif, genau. Und zwar unserer, nochmal zu wiederholen, Al-Mu'tadz. Kalif Al-Mu'tadz, der Kalif des Abbasiden. Ja, und das ist ein absolutes Schwammerl, weil den haben sie einfach eingesperrt. Der macht eigentlich Richtig. gar nichts. Mächtiges Reich, unfähiger Führer, der noch dazu das Problem hat, 20 Jahre alt zu sein, das nicht allzu bald Ist das ein Problem, wenn man nur 20 ist? Naja, er wird nicht allzu bald sterben, außer es wird ihm geholfen dabei. Ja, wir könnten ihm ja helfen. Ja, ich habe da jetzt kein großes Interesse. Ja, ich weiß auch nicht genau, ich weiß auch nicht genau, ob es besser wird, wenn sein 5-jähriger Sohn das Ganze übernimmt. Ja, das ist sowieso außerhalb unseres Einflusses. Also wir können da nur abwarten. Du meinst, Ähm, unser ich hoffe. Lehnsherr kann da vielleicht irgendwas machen, aber nicht wir. Genau, ja. Also das ist, so weit schaue ich nicht einmal noch hinauf. Das ist irgendwo weit oben, wo ich nicht hinblicke, nichts ändern kann. Hoffentlich können wir heute auch tatsächlich Zeit vergehen lassen und über den 1. Jänner 867 hinauskommen. Wie lange hast du vor, heute dir noch andere Charaktere anzuschauen? Keine Charaktere mehr, aber ich habe da oben noch alle Benachrichtigungen, dass ich diverse Dinge machen sollte, Ja, bevor wir dann hier ich war letztens anfangen. schon ein Streber. Ich habe meinem Typen gesagt, er soll heiraten. Ja, soweit bin ich noch nicht. Außerdem ist mein Rat teilweise nicht besetzt und die Ratsmitglieder, die ich habe, haben noch nichts zu Ja, die tun. Ratsmitglieder habe ich mir auch noch nicht angeschaut. So Ich strebermäßig war ich dann auch wieder kann nicht. mir noch eine Ambition auswählen und ich glaube, Wie schon gesagt, das habe ich schon gemacht. ja, na, das werde ich jetzt auch sofort machen. Mein Ich werde nämlich. Sohn ist auch unverheiratet. Habe ich eigentlich letztens schon. Meine Güte, das hätte ich mir vielleicht merken sollen. Habe ich letztens schon jemanden versucht zu heiraten? Ich glaube nämlich die Tochter von meinem Lehnsherrn. Genau das war's. Naja, wenn du es noch einmal probierst, kann das was schaden. So, ich werde jetzt meine Stewardship, ich bin ja mit meiner Diplomatie 24 sehr glücklich und bin momentan Steward meines Lehnsherrn. Das werde ich zurücklegen, in Ja, der habe Hoffnung, ich dass er mich schon. erneut zum Steward ernennt und ich das als Ambition nehme. Da kriege ich irgendeinen Bonus, glaube ich. So, also ich werde mal. Du bist so arg. Kann ich nur Steward zurücknehmen? Ich nehme an, Wie kann ah, man ups. herausfinden, ob man irgendwas ist von seinem Lass Lehnsherrn? mal den Cursor über dein eigenes Bild gehen. Ja.
einige Dinge gezeigt, und zwar wesentliche Informationen über dich. Scheich von sowieso, von sowieso, Ja, von genau. sowieso, von sowieso. Okay, das sind diese vier Provinzen, die ich habe. Und Commander of Al-Kufa. Heißt das, ich bin ein Militärführer, nehme ich mal an. Ja, du bist von deinem Lehnsherrn als Militärführer eingesetzt. Also einer von diesen, das ist einer von diesen Nebenjobs, die man haben kann im Council. Der Von den Kalif Minor ist auch Planets. unser religiöses Oberhaupt. Sein Commander, so. Ich habe auch Commanders. Boah, bin ich arm. Hatabane heißt meine Dynastie, das gefällt mir, weil sie ähnlich klingt wie mein Vorname tatsächlich. Das könnte man vielleicht sogar merken. Echt jetzt? Ja, heißt meine Dynastie, Weißt du, Hatabane. wie ich mir meinen eigenen Dings, wie ich mir meine eigene erste Folge angeschaut habe, ich meine, ich habe sie mir nicht wirklich lange angeschaut, aber ein bisschen, bin ich darauf gekommen, dass der erste Typ, den ich zufällig gewählt habe, genau der gleiche ist, den ich jetzt spiele. Ja, ich habe ja, bevor du deinen ausgewählt hast, einmal irgendwo zufällig hingeklickt und da habe ich genau den gehabt. Das ist Den wirklich ein netter Zufall, ja. Scheich Andererseits, statt das auf so auf diese Art und Weise hat Arisia. uns das Schicksal mitgeteilt, dass du wirklich, oder dass wir wirklich für diese Charaktere und für diese Ja, Länder bestimmt waren. es war bestimmt. Ich habe vier Ja. Länder und ich weiß echt nicht, was ich mit denen machen soll. So, Weißt du, was ich ich mit treffe denen jetzt machen meine soll? erste Entscheidung, Boy. ich würde sie an meine Kinder vergeben, wenn ich du wäre. Aber ich treffe Ja. jetzt meine erste Entscheidung im Spiel. Ich trete als Steward des Ast-Emirats, also meines Lehnsherrn, zurück. Ja, dann mag er dich aber vielleicht nicht mehr so sehr. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Ja, Resign from Council ist passiert. So. Ich bin nicht mehr Steward, aber ich wähle jetzt eine Ambition, ich will Steward werden. Kann ich Wow, denn ich habe das die wo? Urwappler in meinem Dings, in meinem Council. Ah, das kann ich noch gar nicht bringen, da muss ich, glaube ich, einen Tag vergeben lassen, oder so, was ich mich erinnere. Tja. Become Duke, na, das wäre ich nie. Die gerade die mögliche Ambitionen durch, die ich habe, die sind teilweise unrealistisch. Nein, ich glaube, da muss ich dann einen Tag vergehen lassen, dass ich das wieder wählen kann. Ich könnte versuchen, Großvezier zu werden. Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht. Also meine Typen, die ich Ah, da. das ist, glaube ich, eh das, was ich will. Ja, das will ich werden, weil das ist der Chancellor. Dann habe ich diese Ambition. So, Entschuldige, ich Willst Steward werden? Nein, Steward war ich, aber das ist, Steward ist scheinbar das, was auf der auf Stewardship wird. Ja. Die ist bei mir nicht, aber ich Also Großvizier. das stimmt, du bist Dings, du bist ja gut in Diplomatie, gell? Und das ist der Großvezier bei den Moslems offensichtlich. Und ich gehe davon aus, dass mich mein Emir wieder sehr schnell als Großvezier haben will. Und wenn ich das als Ambition nehme, da kriegt man nämlich einen Bonus von Ja. 1 Diplomatie, wenn man das wird. Und das, davon gehe ich stark aus. Bist Diesen du denn Bonus schon will ich noch. verheiratet? Nein. Na, ich hätte das Aber das ist Heiratsding nächste. zuerst gemacht. Das geht am Na, 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 einfachsten. Großvezier würde mich ziemlich schnell. Na, da wäre ich halt kurz ein paar Tage länger ledig bleiben. Ich hoffe, dass da nicht Du alle. weißt schon, das ist ein großes Risiko. Je länger du ledig bist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass du Kinder kriegst. Ich habe zwei Kinder. Ich habe Ja, zwei okay. minderjährige Söhne, einen 7-Jährigen und einen 2-Jährigen. Einen davon werde ich wahrscheinlich gleich mit meiner zweiten Domain belehnen. Nein, das geht nicht. Kann ich da So. irgendwelche Leute an den Hof holen? Ich habe keinen Imam, also eine Council Observe Position. Ramadan. Was ist das? As a Muslim, you observe the fast of Ramadan every year. But you will be paying particular adherence to this time. Upon its conclusion, a great banquet will be held to celebrate the Eid al-Fitr holiday. Okay. Hey, wir können auf eine Hajj gehen. Ja, aber ich glaube, das sollte man nur da machen, wenn man, was ist das bei den Moslems, Einmal wenn musst du man es machen. dekadent ist? Das kann man nämlich nur einmal im Leben, genau. Ah, ich gehe jetzt, ich bin auch gerade bei Intrigue und sehe die Dinge an. Aber ich brauche jemanden, der mein Court-Imam wird und muss Ja, ich erst ich an den auch Ruf berufen. eigentlich, Das aber. ist Toggle Employment Decisions. Das musst du anklicken, dann kommen weiter unter. Deswegen sind die nicht da.
Ich, ah, warte mal, das kann White ich nicht Holy ausgeben. Man to Court kann ich mir nicht leisten. Oh, das 25 kostet PP. 25 Prestige bei mir. Bist du Das habe ich irre? nicht. Was? Der so Holy kostet Man? ja warum kostet das bei dir Pietät und bei mir Prestige? Das Da kostet war bei dir doch sicher irgendwas. auch Pietät. Das kostet immer nein 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 Pietät, der Holy nein Man. nein das ist Der Prestige. Das Noble stand bei mir kostet wahrscheinlich, weil ich Prestige. Kröte bin oder irgendwo, irgendwas stand da dabei, dass das bei mir ausnahmsweise Prestige kostet. Aha. Ich kann Je mich nicht mehr stärker ist der erinnern. Prestige, kriegst du leichter. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum. Ich werde Okay, aber nochmal. ich kann mir da keinen leisten, weil ich Das ist brauche für schlecht. alles Da habe ich jetzt Prestige. keinen Imam. Wieso hast du Das, keinen Imam? weil ich niemanden am Hof habe, der potenziell ernennbar ist. Mein Hof ist relativ selbst. Okay. Was, für die Debütantin muss ich auch 10 Prestige zahlen? So. Was ist denn das für eine seltsame Sache? One of four options will happen. 25% chance of court your named Goldbaha will appear at my court. Dann habe ich noch einmal dreimal die gleiche Chance. Aha, Das heißt, es naja, kommt auf jeden Fall eine Goldbaha zu mir an den Court, wenn ich das nehme. vielleicht, wenn das Spiel länger geht, sind das dann vier unterschiedliche. Und jetzt am Anfang ist es halt viermal dasselbe. Ja, okay, aber Und eine deswegen Debütantin will ich hinfällig. jetzt eigentlich nicht. Lieber würde ich meinen. Na gut, das heißt, ich muss meinen Counselor mal so lassen, wie er ist. Ich kann auch nichts Ich Besseres wundere mich leisten. gerade, warum ich niemand anderen als Imam auswählen kann, weil ich habe noch andere Leute am Hof. Ich habe noch Leute, die besser machen. Ich hab gleich einmal eine Frage. Was machst du mit deinen Typen eigentlich? Du meinst mit meinen Ja. Ratsmitteln? Ich gebe ihnen Aufträge. Ja, das sind wir schon Ich klar. die geben mir Vorteile. Aber. Aber was, welche ich ihnen gebe, weiß ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Okay. Aber warum darf ich keinen, niemanden als Imam? Wahrscheinlich Vielleicht muss das hast halt du keinen was sein. heiligen Typen. Hast du eine Moschee bei dir, die von jemand Ja, aber anderem. nein, die ist von mir selbst Ja, besetzt. eben. Aber du hast recht, ich werde jemanden einsetzen müssen in der Moschee. Nur das Problem ist, ich hatte vor, meinen ältesten Sohn, der 7 Jahre alt ist, dorthin zu schicken. Den kannst du Weil die dann nicht Moschee, ins Council geben. ja, als 7-Jähriger wird das schwer, Court-Imam werden. Als jemand anderen zu geben, ah, das ist schon eine schwere Entscheidung. Aber ich glaube, ich gebe wirklich die beiden Billigen meinem ersten Sohn. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Nein, als erstes werde ich mal versuchen, meinen Sohn an den Mann zu kriegen. Er Und die hat auch Frau. schon einen Sohn. Wie kann das sein? Der hat keine Du Frau. bist Woher nimmt er 47 die? Jahre alt. Ja, ich weiß nicht, am Anfang des Spiels, glaube ich, hat niemand eine Frau. Ja. Also von den Spielern, das ist irgendwie, da ist ein Arranged Mangel an. Marriage. Da ist noch ein Maschrik, das ist gut. Mit wem hätte ich denn dann ein Dings? Mit dem Sultan Haitham of Al. Ach Gott, verdammt, wo ist denn das? Die ist 18 und eigentlich ist sie gar nicht mehr so schlecht. Was kann die alles? Envious, na, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, ich werde meinen Großvezier Proud? schicken, um die Beziehungen mit meinem Honest? Emir zu verbessern. Gregarious, mal schauen, was an. Arbitrary? Skilled Diplomat, das klingt gut. Novice Fighter, was die alles kann? Quick? 100 Skilled Tactician? Die will ich eigentlich schon als Frau haben für meinen Sohn. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, wo die da wohnt. Huch! Wo ist das? Der Haitham. Wo ist das? Oh, das ist da nördlich von dir. Da willst du dich einheiraten? Ja, wieso nicht? Denn seine Tochter ist eigentlich ganz okay. Die hat Ist relativ uns gute auch recht Werte. interessant. Im Laufe des Spiels werden wir das wohl erst kennenlernen, die vielen kleinen Reiche um das Abbasidenreich herum. Und wie Ja, die also steht dazu. das ist nicht aus unserem Reich. Das macht mich ein bisschen nervös. Und das ist ein Na, Sohn von wieso? dem, seine Tochter. Kannst du gleich einen Ich weiß Fuß auch in der nicht. Tür Naja, sichern stimmt dort. eigentlich. Vielleicht sollte ich das einmal.
Sollte ich mal schauen, ob das überhaupt geht, weil vielleicht will der ja gar nicht mit so einem lächerlichen Typen verheiratet sein, aber geht. Geht. Schaut gut aus. Bringt das Dienst, bringt das Prestige meinem Sohn? Weiß ich nicht. Machen wir doch glatt. Ich meine, wahrscheinlich gibt es noch irgendeine bessere als die, aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Fun für ihn. Wenn ich ihm jetzt noch die zwei mickrigen Länder gebe. Das Problem ist, wenn ich sie ihm gebe, er ist nicht mein. Ist er dann nicht direkt meinem. Wie heißt er? Meinem Lehnsherrn unterstellt? Weil mir ist er nicht unterstellt dann, oder? Entschuldige, ich habe dir jetzt nicht zugehört. Ja, ist wurscht, ich rede eh mehr oder weniger mit mir selber. Ja. Ich überlege weiterhin, was ich mit meinen Ratsmitgliedern mache. Nein, Ratsmitglieder sind uns wurscht. Wir wollen verheiratet sein. Josef, du kriegst auch noch eine Frau. Boah, du bist hässlich. Wen haben wir da? Corazon. Wir hätten gerne jemanden. Intrigue 13 ist aber jetzt nicht so besonders. Tatschik und sie hat einen Claim sogar. Und hier so 19. Military 14, was kann denn die Skill Tactician? Nein, ich möchte eine andere haben. Misguided Warrior? Nein, sicher nicht. Fatma, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich habe gerade meine Ratsmitglieder ausgesandt. Jetzt schaue ich mir an, ob sie mich mögen. Vor allem, ob mich mein Spymaster liebt. Das ist akzeptabel. Außerdem werde ich meinen Großvezier zum designierten Regenten ernennen. Das ist doppelt gut. Er mag mich mehr und sollte ich sterben, ist er derjenige, der meinen minderjährigen Sohn dann, glaube ich, ausbilden. Ausbildet. Ja, ich habe eine viel, viel, viel schwierigere Aufgabe. Ich muss meine zwei Söhne verheiraten. Ja, ich muss mich selber verheiraten, aber das kann noch warten, bis ich hoffentlich Großvezier meines Emirs geworden bin, dessen Name ich mir eigentlich merken sollte. Al-Allah, das ist nicht so schwer. Diplomat. Was können denn da? Hallo Pandas, willkommen. Pandas? Ich hoffe, Odo erfüllt eure Erwartungen. Du musst das nicht verstehen. Das sind irgendwelche dummen Schüler, die haben keine Ahnung von nichts. Das und mag sein. Hier an dieser Stelle darf ich hoffe trotzdem, ihr seid gut unterhalten. Was? Ja, liebe Pandas, euer Pech ist, dass Odo nicht mitkriegt, was ihr von euch gebt, aber ich lese mit. Oh Gott. Wenn es irgendetwas Besonderes ist, werde ich es Odo mitteilen. Aber dann müsst ihr euch schon Mühe geben. Ja. Du kannst ihnen gerne schreiben, Roshad, geh schlafen. Ich brauche ihnen nicht schreiben, sie hören mich. Ja, okay, stimmt. Hört sie mich? Nein, bitte antwortet nicht. Die ist nicht schlecht. So, wieder zu den wichtigeren Staatsgeschäften. Die ist gut. Die ist ein bisschen hässlich. Und sie ist schon 21. Mal schauen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wen ich als eine Moschee einsetze. Nein, das will ich nicht sehen. Ach, ich will sehen, wo die sind. Wie sehe ich denn das? So.
das ist mein nördlicher Nachbar. Oh, der wäre eh super als Verbündeter. Was ist das? Ach, der ist sogar Duke, also nicht Duke, sondern wie heißt das? Emir? Mhm. Auszeichnet. Ich werde mal probieren, meinen Sohn ein bisschen eine Schere zu setzen. Gegen meinen eigenen Lehnsherrn. Wenn du das sein kannst. Ach nein, nicht. Bleib da. Deine Tochter, deine jüngste Tochter, würde ich ganz gerne meinen Sohn anbringen. Da ist er. Hurra! Ja, sie würden es machen. Political Concern, sogar 4 Sternchen. Schau dir was an. Na dann. Okay, die 2 Burma sind unter der Haube. Jetzt schaue ich mir meinen Council an. Was machst du eigentlich mit deinem Grand Visier? Machst du dich beliebt bei deinem Lehnsherrn? Ganz kurze Frage nur an einen der Pandas, wenn er noch dabei ist. Könnt ihr Odo und mich hören im Stream? Wenn ja, dann bitte in den Chat schreiben. Dankeschön. Und wenn ihr das jetzt nicht gehört habt, dann schreibt halt einfach nichts rein. Okay. Team Panda ist das. Nur so eine Frage an dich, Hartmann. Was machst du mit deinem Grand Vizier? Versuchst du einen Claim zu kriegen oder? Nein, ich habe ihn an den Hof meines Emirs geschickt, um dort die Beziehungen zu verbessern. Ich möchte sicher gehen, dass der mich mag. Dein Lehnsherr. Ja, Scheich Al-Aqal. Gut, das war meine Intention zunächst auch, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob das klug ist. Ich überlege auch gerade, ich habe nicht vor, irgendwelche Kriege zu führen. Wieso sollte ich dann meine Truppen ausbilden? Trainen. Was spricht eigentlich dagegen, wenn man seine Leute. Spricht irgendwas dagegen, wenn man seine Leute in die Research-Sache steckt? Nein. Ich glaube, das könnte eine gute Idee sein. So, ich setze jetzt meinen ältesten Sohn Mihamed offiziell in die Moschee von Salmas ein. Und da ist jetzt noch eine Frage von mir, das habe ich nämlich nicht wirklich verstanden. Der Spy Master kann im Normalfall also 3 Sachen machen, also 2 sind Sachen, die mich interessieren. Das eine ist Scheme und das andere ist Build a Spy Network. Das Spy Network machst du in deinem eigenen Land, oder? Nein, Blödsinn, das machst du in einem fremden Land, das ist was Negatives, oder? Warte mal. Das Scheme machst du in deinem eigenen Land, um irgendwie zu verhindern, dass sich Fraktionen gegen dich bilden. Kann das sein? Warte mal, ich muss nochmal durchschauen. Spymaster, Scheme. Ja, genau, beim Scheme verhinderst du dort in deinem eigenen oder in dem Land, wo du ihn hinsetzt. Also da deckst du auf, wenn da irgendjemand etwas plant. Das heißt, wenn irgendjemand dort ist und einen Claim zum Beispiel haben will auf das Land, dann habe ich eine Chance, das aufzudecken. Genau. Das ist also defensiv. Und Spy Network ist in einem fremden Land, wo du dann, wenn du in diesem Land einen Plot vorhast, verbesserte Chancen kriegst. Okay, das heißt, wenn du dort jemanden umbringen möchtest, zum Beispiel, schickst du vorher den Spymaster hin und genau, das ja. Spy Network. Also zumindest habe ich das auch so in Erinnerung. Gut, und Study Technology ist einfach nur, du schaust die Technologien in dem Land an und kannst dann Teil davon für ja. deine eigene Danke, Panda. Die Frage war nur, ob der Ton eh gut funktioniert, weil ich das selber nicht überprüfen kann und das letzte Woche ja ein Problem war. Aber das hast du beantwortet, danke dir. Was war die Antwort? Das braucht dich nicht interessieren, oder? Es war nicht. Es hatte nichts zu tun. Oh, schade. Also eigentlich nicht schade, aber. Research Cultural Tech, schon. The Great Philosopher, habe ich da auch eine Chance.
Ich habe meinen Sohn jetzt in die Moschee eingesetzt, der hat meinen Hof verlassen. Ah ja, jetzt sollte ich schauen, ob das überhaupt noch geht, dass ich ihm meinen Großvezier zum Guardian. So, jetzt müssen wir noch mit dem Spy Master uns was überlegen. Ich glaube, da schauen wir uns zuerst die Technologiestufen an. Ich glaube, wir sind technologisch eigentlich gar nicht so weit. Wow, wir sind sogar überhaupt nicht weit. Aha, Ich bin ja okay, technologisch scheinbar. selbst hinter meinen Nachbarn zurück. Ich glaube, die Technologie ist nicht so wichtig momentan. Meinst du? Wer weiß, wenn irgendwelche Kreuzzüge kommen. Die fallen über mich her. Glaubst du, dass Kreuzzüge kommen auf uns? So, eines. Ich bin gerade in ein Rätsel gestolpert, das ich mir nicht beantworten kann. Auf was bist du Ja, gestolpert? nein, ich habe versucht, meinen Großvezier zum Erzieher meines Sohns zu machen, das Winterspiel mich aber nicht machen lassen. Also werde ich die Aufgabe selbst übernehmen. So, ich Ja, glaube. vielleicht weil du ihn in der Moschee eingesetzt hast. Ja, aber es geht mit anderen Charakteren nicht. Egal, jetzt werde ich das nicht tun. Gut, wie kann So, ich mein jetzt meinem früherer Sohn. Sohn Dings übergeben? Das Land übergeben. Du kannst ihn anklicken. Landed Titan, Darf ich sehe ich es dir schon. noch sicherlich. Schalke dem auf Fight. Und das Schalke dem auf Huffer. Achso, ich kann nur eines. Na dann nehmen wir mal als erstes Huffer. Ah, genau. Das werde ich mir noch anschauen. Das war die Gesetze des Landes. Ah, man kann immer nur eins auf einmal hergeben. Ich dachte, mein Sohn hat einen anderen Dings, einen anderen Dingsherrn als ich. Soll ich meinem zweiten Sohn das andere schenken oder das geht dann verloren? Ja, das kann schon sein. Soll ich mein erster Sohn mit dem mit den beiden Sachen auseinanderschlagen? Aber ich glaube, da muss ich auch warten, bis ich ihm das zweite schenken kann. Wrong type of holding in den. Was? Das verstehe ich nicht. Ah, verstehe. Das ist, weil das. Ich weiß schon wieder. Das gehört eigentlich zu Hatchers oder so irgendwie und nicht zu dem. Scheik dem, wo es jetzt drinnen ist. Ich Gruntable. Oh, verdammt. Ich brauche jetzt wieder einen neuen Commander, wenn mein Sohn weg ist. So, ich bin gerade dabei, in meinem Reich ein Gesetz zu ändern, wenn ich darf, wenn es was bringt. Was hast du gesagt? Ich bin gerade dabei, in meinem Reich ein paar Gesetze zu ändern, sofern Ein das etwas paar bringt. gleich? Geht das nicht immer nur Ja, ich werde die eines? Steuern erhöhen. Aha.
Nur muss ich erst beherrschen, wie das funktioniert. Ja, ich werde die Bürger meiner Städte dazu bringen, dass sie mir mehr Steuern zahlen, glaube ich. Deiner Zumindest. Städte. Ja, ich habe zwei Städte in meinem Land, die auch relativ reich sind und mir gute Steuern zahlen. Wenn ich die Steuern erhöhe, bringt mir das noch mehr Geld. Das werde ich wohl tun. Okay. Stimmt, meine Stadt bringt auch am meisten Geld. Ich werde einfach generell ihre Verpflichtungen erhöhen. Das vermindert zwar die Meinung, die sie von mir haben, das ist nicht so gut, aber das nehme ich in Kauf. Oh, das Problem ist nur, Meine Succession kann ich überhaupt nichts ändern. ja, nein, die kann ich auch nicht ändern. Das ist momentan, müssen wir die hinnehmen. Die ist offen, glaube ich. Ist sie bei dir auch offen? Open? Was heißt open? Wenn du einen Cursor drüber fährst, dann siehst du, nein, siehst du nicht. Nein, sehe ich nicht. Im Wesentlichen bedeutet es dein stärkster Sohn. Habt. Mein stärkster Sohn kriegt alles. Wie erkenne ich meinen stärksten Sohn? Das wird sich erst ergeben, wenn du stirbst. Ich nehme an. Dann geht's drunter und drüber. Oh mein Gott. Probier halt nicht zu sterben. Ja, okay, ich werde es versuchen. Aber ich weiß nicht, ob ich so 120 Jahre durchhalten werde. Ja. So, na gut, ich erhöhe jetzt offiziell meine, oh, das kostet mich Pietät, soll sein. Nein, soll nicht sein, scheinbar brauche ich die Pietät erst. Ich habe sie nicht. Oh. Bürger-Obligations sind das, gell? Ja, allerdings. Ah, meine Bürger sind eh schon moderately tax-oriented. Nein, ich brauche mehr Pietät, sonst darf ich das nicht machen. Also werde ich noch warten müssen. Weil ich kriege momentan einige Pietät im Monat dazu. Das ist okay, Es kostet 50 Pietät, das zu ändern. sobald ich 50 habe, kann ich das ja. Kann man irgendwie sein. Wie sprichst du das aus? Die Messen? Nein, Die Domain. Me Domain. Ah ja, okay. Ja. Kann man irgendwie seine Domain durch eine Regelung vergrößern? Ich glaube, zentralisieren müsste man da, Ich oder? glaube, ja, aber Aber es das ist kann ich auch schwierig und nicht. dauert. Na gut, also ich brauche Prestige, um endlich einen Imam an den Hof zu bekommen, und ich brauche Pietät, damit ich meine Bürger mehr schröpfen kann. Aber sonst habe ich alles. Sobald ich Großvezier von Al-Ali, wenn Al-Ala heißt er, glaube ich, bin, werde ich das neue Ambition einstellen, dass ich heirate, und von mir aus können wir dann anfangen, sobald das sind. Ja, warte mal, du hast alles schon angeschaut? Ja. Ja, okay, die meisten Sachen sind eh vollkommen irrelevant am Anfang. Ja, eigentlich wollte ich noch schauen, ob unser Kalif im Krieg mit irgendjemandem ist, aber das ist nicht der Fall. Du meinst, unser Kalif, du könntest dir auch deinen direkten Lehnsherrn anschauen, auch der hat keinen Krieg. Zumindest nicht Ja. meiner. Ja, doch mal nicht. Also es ist alles friedlich. Ob der super Alp. Und Mein was denn? Al-Ala, mein Lehnsherr, Emir Al-Ala, ist militärisch nicht so schlecht. Den will ich nicht zum Feinde haben. Ja, ich weiß nicht genau, wie meiner ist, aber. Was meinst du mit militärisch nicht so schlecht? Ich meine, sein Gebiet ist nicht schlecht eigentlich. Er selber hat 17 Marshals. Ja, Sag mir, okay, da ist wenn ich mein auf Raid vielleicht nicht kann. ganz so gut. Ich schlage als Aber. Hausregel vor, dass jeder von uns jederzeit auf Pause gehen kann, Ja, sobald es wird. das geht mit Space bei dem Spiel, gell? Ja, keine Ahnung. Ich werde es dann ausprobieren, wenn ich anpreise. Ja, ich glaube, ich werde mir jetzt Dings, ich werde mir jetzt irgendwie Nougat reinziehen. Ich esse nebenbei. Ich habe Aha. zu wenig Abend gegessen. Oder zu viel. Wird Oder was nicht. weiß ich. Ja, starte einfach.
Achso, Okay. warte mal, bevor du startest, ich werde mich noch verabschieden von meinen Leuten, weil ich habe eine halbe Stunde um. Nougat. Und diesmal werde ich etwas länger brauchen, um neu zu starten, weil ich glaube, letztens hat er nicht richtig abgedreht. Das heißt, ich warte, bis du deine nächste Session startest.